So, und wir machen direkt weiter. Tanglewood, Profi, ein bisschen reduzierte Ausrüstung. Ja, ein bisschen reduzierte Ausrüstung, aber immer noch genug, um alle Nebenaufgaben machen zu können. Ich werde wahrscheinlich noch mal mit EMF bewaffnet durchs Haus gehen zuerst. Ich bin jetzt nicht so mega streng mit mir, wenn ich es jetzt am Anfang nicht direkt finde. Nach einmal durchgehen den Geist, dann benutze ich das Thermometer. Aber ich mache das gerne mit EMF. Ich habe wirklich so ein kleines bisschen mehr Spannung dann da drin, glaube ich. Nicht viel, aber es hält das Spiel ein bisschen am Leben. Waschbecken, Thermometer und EMF. So, das und das. Die gute Taschenlampe habe ich mir gegönnt. Let's go. Ich mag Tanglewood immer noch. Es ist eine total schöne Karte, finde ich. Auch gleich noch einen Knochen Ausschau halten. Ich finde es immer noch gut, wenn der Geist auch den Teppich durcheinander machen würde. Ein Ouija-Board. Wo bist du? Ich weiß, dass es nicht geht, aber das kann ich zumindest gleich noch fotografieren. Knochen. Die Bilder hängen alle noch. Vielleicht habe ich hier nochmal einen Kellergeist. Wäre cool. Ich mag Kellergeister. Ist ja nicht allzu viel. Im Sinne von nada. Ich glaube, einen Schritt gehört zu haben. Natürlich nichts. Meine eigenen Schritte. Dann Thermometer, würde ich sagen. Bisher noch nichts an. Das waren keine Gefrier, oder? Nö. Okay. Ja. Ist das geblinkt, oder? Habe ich das gerade nur so gemeint? Ich hole jetzt das Thermometer. Macht die Sache wesentlich leichter. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nicht so mega streng, wenn ich es jetzt nicht finde. Den Geist. Und er glänzt nicht gerade durch Anwesenheit.
15. Ich glaube, ich gehe mal ins Esszimmer. 4. War hier was im Gang? Nein. Warte, ich gehe jetzt erstmal ins Esszimmer. Na gut, das war's nicht. Dann bleibt noch so Garage, Utility Room. Utility Room. Oh, ich hatte lange keinen Utility Room Geist mehr. Oder Garage? Garage! Du Depp, ich bin da vorhin durchgerannt. Bin jetzt ernstlich ein wenig verstimmt. Okay. Hurt. Everybody hurt. Dann habe ich das EMF gleich nochmal dabei. Die Kamera und Buch kommt noch. Ich fange an mit Kamera und Buch. Bisher noch nicht allzu viel gemacht. Also eigentlich noch gar nichts. So, was mit der Ecke hier so? Gleich wieder mit EMF und Lampe, UV-Lampe. Ja, ein bisschen Aktivität, aber nicht gerade viel, muss man sagen. UV-Lampe und EMF. Ist da schon irgendwas? Thermometer, ja. Haben wir ein Orb? Ja. Sehr eindeutig. Also, Geisterbox und Geisterorb. Poltergeist Gin mehr. Gefrier. Das müssen eigentlich alle drei Sachen, die ich noch so. Gin mehr. EMF. Gefrier. Poltergeist ist Fingerabdrücke. Ja, gut. Die Sachen, die ich eh noch alle überprüfen muss. Hallo, Schatz, ich bin wieder zu Hause. Nicht so viel. Na gut. Warte, wenn du es angemacht hast, dann mach raus. So, dann hole ich gerade noch die Kamera. Und vielleicht ein Kruzifix. Oder einen Bewegungsmelder erst noch. Auf jeden Fall erstmal die Kamera. Ich brauche jetzt noch Fingerabdrücke oder EMF. Ich würde so instinktiv eher sagen EMF, dass wir einen Gin haben. Weil Fingerabdrücke hat man im Allgemeinen recht früh. Was nichts. Ah, brauche ich nicht mehr. Was nichts heißen muss. Aber EMF finde ich generell etwas schwieriger zu bekommen. Man kann natürlich auch direkt Glück haben, aber so. Ich habe nur einen dabei.
Hauch einer Ahnung, wo du überhaupt bist. Du bist auch sehr passiv. Öl? Vielleicht? Was sehr schade ist, also so ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen. Ich dachte schon, das wäre im Spiel. Das ist mein Real-Life-Handy. Das heißt aber, ich muss nach dieser Runde dann aufhören. Aber die kann ich auf jeden Fall fertig spielen. In der Hoffnung, dass dieser Geist mal irgendwas macht. Der ist jetzt schon nicht gerade so mega freudig, irgendwas zu tun. Sollte ich vielleicht hier rausgehen? Jetzt hast du was gemacht am Licht, oder? You are boring. Oh. Ja, danke. Quatsch. Das ist die Sicherung. Da hinten bist du erschienen. Dann würde ich sagen, lege ich da hinten noch ein Kruzifix ab. Und ich muss dich bestimmt ausräuchern, weil ich dich immer ausräuchern muss in der letzten Zeit. Nein, dreckiges Wasser. Okay, dann legen wir nur das Kruzi ab. Dann habe ich ihn noch. Jo, das reicht noch. Und Kruzifix. Da hinten in der Ecke. Ich auch da hinten in der Ecke mehr nach dem EMF. So. Dann mache ich den Knochenroll noch, wenn ich schon dabei bin. Ist das nicht ein schöner Knochen? So. Ich habe gerade eine geheime Nachricht bekommen. Die muss ich mal. Da ist, das ist doch der Fünfer, oder? Nein, das ist der Vierer. Schade. Huch. Okay. Ist auch noch ein Vierer. Nee. Habe ich die UV-Lampe in der Hand? Einmal gerade ein bisschen rumgucken. Mit der UV-Lampe. Ah, ich würde sagen, da kriege ich kein Ergebnis. Hier auch nicht so. So. Das Ouija-Board kann ich auch noch fotografieren. 4, 5. Nice. Dann fotografiere ich noch das Ouija-Board und dann bin ich fertig. So. Gerade gucken. Knochengeist. Interaktion. Wir kriegen noch Interaktion. Im Auto irgendwas machen wird. Aber ich würde sagen, das war doch sehr zufriedenstellend. War auch eine kurze Runde. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich so machen kann. Was irgendwie sinnvoll ist. Die ist oft erschienen am Schluss. Finde ich gut.
halbwegs viel Aktivität. Oh, jetzt wird es auch so langsam anfangen zu jagen. Waschbecken brauche ich nicht. Bevor ich dann vergesse einzuloggen. Jin, richtig. Was wäre der Uni gewesen? Warte. Ah. Du kommst gar nicht in Frage. Genau. Okay, dann bist du ein Jin. Ich freue mich. Und dann habe ich dieses Tanglewood doch mal sehr erfolgreich abgeschossen. Okay. Cool. Wieder ein bisschen Geld reingeholt. Wie viel Geld habe ich jetzt? Ich bin unter die 8000 gerutscht. Das ist total schlimm. Dann war es das für jetzt. Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme, eine Runde zu machen, eine zusätzliche. Wenn ja, wird es doch eine. Ansonsten warten wir auf morgen. Nix. Komm her. Komm her. Pö. Geh da rein. Pö. Jetzt aber. Na gut, hat gezählt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.